Moin, moin, liebe Menschen! Herzlich willkommen zu Helldivers 2. Heute ist rausgekommen. Ich habe den ersten Teil nicht gespielt. Ich weiß, es ist ein Multiplayer-Koop-Titel mit viel Geballer. Und habe auch dazu vor kurzem einen Trailer gesehen und mich da auch schon gewundert, ob ich das wohl spielen werde. Jetzt habe ich zum Glück hier mal eine Version runtergeladen und spiel's mal an. Ich kann euch nicht sagen, ob ich der Geeignete dafür bin. Punkt. Es soll wohl lustig sein, da freue ich mich drauf. Über Erde. Unsere Heimat. Wohlstand. Freiheit. Hallo. Demokratie. Unsere Lebensweise. Oh, hallo. Aber Freiheit ist nicht umsonst. Mann, süße Freiheit! Es ist so ein bisschen Starship Troopers, ne? Merke ich schon gerade. Kennen Sie das? Szenen wie diese ereignen sich genau jetzt in der gesamten Galaxie. Sie könnten der Nächste sein. Es sei denn, Sie treffen die wichtigste Entscheidung Ihres ganzen Lebens. Beweisen Sie sich selbst, dass Sie die Stärke und den Mut haben, um frei zu sein. Werden Sie ein Helldiver? Werden Sie Teil einer friedenssichernden Elite-Truppe? Das ist ja echt Sascha Super. Sehen Sie exotische neue Lebensformen. Und töten Sie sie. Und verbreiten Sie die gelenkte Demokratie in der ganzen Galaxie. Gelenkte Demokratie. Werden Sie herrlich. Ein Held. Werden Sie eine Legende. Werden Sie ein Helldiver. Boah, sind die cool, das will ich auch. Ach ja. Okay, dann gucken wir doch mal rein in dieses Spiel. Ich nehme mal an, es ist so ein Instanzen-Shooter, wo man ja sich mit Leuten online trifft und dann eine Mission macht. Ja, dass Starship Troopers sowas nie Boah, rausgebracht hat, verstehe ich ich auch kann nicht. kaum glauben, dass wir bald Helldivers sind. Nähern uns der LZ. Nächster Rekrut bereit machen. Die Galaxie befreien. Bugs erledigen. Echt ein Traum. Direkt Wir sind Kopfschuss. da draußen. Wir sehen uns an der Front. Jetzt sind Nee, wir auf Sicherheit tatsächlich. gestellt. Finden Sie die Trainingsanlage anhand der Karte. Willkommen zum Helldiver-Training. Ihr Ausbilder erwartet Sie schon. Gehen Sie weiter. Ja, es gibt natürlich ein Starship Troopers-Spiel, mehrere sogar. Es gibt ein Strategiespiel, es gibt auch ein Multiplayer-Basenbauspiel seit einer Weile. Aber die Helldiver-Reihe ist ja schon älter. Und ich bin nicht leicht zu beeindrucken. Das Helldiver-Training ist das härteste der Galaxie. Aber das scheint Sie nicht zu schrecken. Das sieht auf jeden Fall jetzt gleich anders aus, oder? Da hat man aber auf jeden Fall gleich was gemerkt. Ist auch nicht mehr so hell jetzt, war eben irgendwas komisch. In all den Jahren habe ich so eine Meisterleistung noch nie erlebt. Haha, so ein Quatsch. Sind offenbar bereit für unseren realistischen Schlachtfeld-Simulator. Sie sind über... Oh! Jetzt wird ernst. Drei Mauern übersprungen und schon kann ich in den Krieg. Einwandfrei. Wie ich immer sage, die beste Simulation ist eine echte Simulation. Aktivieren Sie jetzt den Verletzungssimulator.
wie lustig! Der Verletzten-Simulator! Schnappen Sie sich die Spritze und verarzten Sie sich! Wie? Ja, so gut wie neu. Jetzt aufgepasst! Sie treffen nun auf den Erzfeind der Demokratie, Rekrut! Da kommt er, ein Terminit, die Geißel der Freiheit. Zu den Waffen und zeigen Sie dem Vieh, was Freiheit bedeutet. Volltreffer, Soldat! Räuchern Sie das Nest jetzt mit einer Granate aus. Ansonsten werden Sie immer wiederkommen. Wenn ihr so ein Backloch seht, Granate rein. Was für ein ungeheurer Wurfarm. Auf zum nächsten Bereich. Das sagst du doch jedem. Sehen Sie nach oben, Rekrut. Das ist ein Überzerstörer. Und seine mächtigen Taktikausrüstungen gehören ganz Ihnen. Erledigen Sie die Bugs mit einer Taktikausrüstung. Gehen Sie dafür nur ein paar Schritte zurück. Ach so, das ist wie ein Cheatcode. Man muss den so auswählen, okay. Muss ich das da machen? Ah, ja, schauen wir schon. Geil. Magazin leer. Da freut er sich. Der General Forbit. Hier, Ihr neuer Kamerad. Sei gegrüßt, Kamerad. Ein erstklassiger Soldat, Ihr Waffenbruder. Ein gestellter Bund, der durch nichts zu brechen ist. Bis jetzt. Hier ist Ihre wahre Lektion, Soldat. Kameraden können und werden ständig tragisch ums Leben kommen. Mit der Taktikausrüstung Verstärkung ersetzen Sie ihn mit einem anderen Helldiver. Mit diesem Code ist eigentlich ganz nett. Da muss man sich dann eben auch im Kampf schnell nochmal. Sei gegrüßt, Kamerad. Gut gemacht, Soldat. Schnell nochmal umsehen und das auch richtig machen. Über den Tod eines Verbündeten derart schnell hinwegzukommen. Greifen Sie zu, Rekrut. Jetzt geht's um alles. Nur Sie, Ihre Waffe und 2000 Megatonnen Sprengstoff auf engstem Raum. Also los! Kleiner Hinweis, wer sich bewegt, zielt auch schlechter. Für höchste Präzision sollten Sie beim Schießen stillstehen. Ja! Nein! Falsche Waffe. Diese dämlichen Viecher haben keine Chance gegen einen genialen Taktiker, wie sie es sind. Sie sind so gut wie unschlagbar. Naja, wenn ihr das sagt... Auf geht's, Rekrut. Jetzt ist es Zeit, die großen Kanonen rauszuholen. Besorgen Sie sich mit der Unterstützungswaffentaktikausrüstung eine echte Waffe. Da ist das Teil. Jetzt holen Sie sich mit der Nachschubtaktikausrüstung mehr Munition.
Start. Ihre Schonzeit ist vorbei. Der letzte Test steht bevor. Jetzt wird es richtig ernst. An die Arbeit. Ich hab doch alles. Ja. Dieser Bereich muss dringend von der Terminidenplage befreit werden. Terminal aktivieren. So tadellos wurde das Terminal noch nie aktiviert. Hier muss irgendwo die Flagge von Übererde sein. Finden Sie sie und Übererde, wo jeder ihre demokratische Pracht sehen kann. Zollen Sie ihr den nötigen Respekt. Es wird immer blöder. Aber natürlich. Nein! Shit! Großartig gemacht, Rekord! Oh, ich dachte, ich muss sie nur. Schon jetzt haben Sie die Demokratie weiter vorangebracht als jeder Soldat, den ich kenne. Sie haben sich bewiesen. Jetzt können Sie den Umhang anlegen. Der Umhang. Jetzt bin ich ein richtiger Helldiver. Wie mein jüngeres Ich. Furchtlos, unverletzbar und über 2 Meter groß. Jetzt sind sie bereit für ihre größte Aufgabe. Den galaktischen Krieg. Freiheit, Demokratie, Gerechtigkeit. Alles liegt in ihrer Hand. General Brash, over and out. Schöner Anfang. Ah, ich kann den Überzerstörer. Traum des Ruhms, Traum des Schicksals, Selbstlosigkeit, Traum des Sieges, Traum des Staates, Traum des Stolzes, Traum des Volkes. Ach, herrlich, herrlich. Glückwunsch zum beendeten Training, Herr Diver. Sie haben jetzt auf dem Schiff das Sagen. Der Demokratieoffizier erwartet Sie auf der Brücke. Willkommen im galaktischen Krieg. So, gleich, es geht direkt los, ne? Wir gehen direkt in den Kampf. Wir haben ja keine Freunde. Machen wir. Nehmen wir direkt den. Gar nicht lange rummachen. Initiiere FTL-Sprung nach das Leave-System. FTL-Sprung erfolgreich. Helports bereit. Missionskoordinaten festgelegt. Mit dir zu arbeiten macht mich stolz. Da ist der Hellpot. Da. Auch nicht.
Ah, hier. Ah, ist schon cool gemacht, ja. Ist schon irgendwie cool gemacht, doch. Ja gut, so viel habe ich ja gar nicht, ne? Was soll ich denn schon machen? Ich habe ja noch nichts. Die Waffen halt, ne? Die hätte ich schon gerne. So. Also ein Angeberhelm. Wir machen. Oh, der ist gut. Der ist geil. Den nehmen wir. Ich dachte, das haben wir schon. Vielleicht muss ich da doch näher rein. Bereit machen. Nee? Brauche ich noch einen Booster? Irgendwas muss ich da noch. Ah! Okay, jetzt aber. Ach stimmt, ich sollte mit dem Demokratie-Officer sprechen. Egal, direkt in den Kampf. Da sehen die direkt mal, dass man mit mir nicht lange quatschen muss. Cool. Wirklich cool. Hab was gefunden. Ja, sobald man salutiert, bekommt man Übercredits. Okay, ich bin ja alleine, aber ich hätte schon gern mehr. Verstärkung, bereit. Okay, wie kann ich die rufen? Hm. Also so wie das Ding nach, also wie das ballert und spratzt, so, das ist schon richtig gut, die Knarre. Also es fühlt sich an wie eine gute Waffe. Krass. Ja, Leute! Ich weiß nicht wie. Das war auf jeden Fall nix. Da kommt direkt das nächste, ne? Der nächste Helldiver. Echt? Oh, komm, der macht doch hier Spawn-Killing. Das war der Kommandant. Ja, das ist kein Wunder, dass er so einen Stress gemacht hat. Weg, weg mit euch! Aber wir haben ihn ja eigentlich, ne? Jetzt müssen wir eigentlich nur noch abhauen. Anfrage bestätigt. Nein! Hau ab! Die Demokratie ist gelandet! Okay, wir müssen zur Evakuierung. Hab was gefunden? Granaten, Alter! Ja, das ist halt das Problem, wenn du ganz alleine unterwegs bist, ne? Ich habe hier wirklich niemanden.
Auch schön sieht's aus. Aber die verstehen euch doch gar nicht. Die wissen doch gar nicht, was ihr mit Demokratie meint. Naja gut, es sind halt Käfer, ne? Was wissen die schon von Demokratie? Es sieht halt alles genauso aus wie in Starship Troopers, nur dass es noch ein bisschen mehr Fantasie hat, weil es andere Planeten sind. Ja, schon gut geworden, ey. Evakuierung abgeschlossen. Pelikan 1 hebt nun ab. America! Fuck yeah! Sie haben auf dem Coming to your planet and pushing your head in! Schön. Diese heldenhafte Musik ist bei mir völlig richtig. Es ist so heroisch. Ah.
Ah, jetzt könnte ich hier Kram kaufen, ne? Ich habe ja diverse Sachen wohl schon bekommen. Also ich habe ja hier so eine Special Edition, wo man irgendwas kriegt. Weiß es nicht. Weiß es aber nicht. Kaufen? Nee. Die schönste, auch die hier, die Produktrezension. Rezension wird wegen Verdachts auf Verrat untersucht. Das ist so schön dumm, ey. Okay, komm. Habe ich hier Kriegsanleihenfortschritt? Kann ich hier irgendwas machen? Gut. Es ist da, wo es im Moment ist. Im Überstore habe ich da nur 10. Kriege ich nichts für. Tipp von General Grant. Ach, welch ein Vergnügen! Aber was ist denn da jetzt anders? Ah, okay, ich könnte hier was ändern, ne? Keine Ahnung. Weiter. Herr Diver, Operation Wall der Tapferkeit hat begonnen. Sie und die anderen Herr Divers müssen die Terminidenbedrohung eindämmen. Ich mach schnelles Spiel. Ich will mit Leuten mal spielen. Da komme ich jetzt irgendwo rein, nehme ich an. Dieser Planet wird Teil der Barriere, die die Ausbreitung der Terminiden verhindert. Doch zunächst muss er von den Helldivers gesäubert werden. Da geht's auch gerade nicht. Also, ich glaube, diese SOS-Beacons muss man irgendwo hinschießen und dann wird man dahin geschossen. Verbündeter Zerstörer im Geschwader. Man kann das Spiel alleine zocken, das ist durchaus korrekt. Oder muss man PS Plus haben? Das kann ich euch nicht sagen. Auf dem PC natürlich nicht. Orbit synchronisiert. Verbündeter Zerstörer im Geschwader. Aktiviere Orbital. Halte aus, mein Freund, ich komme zu dir. Level 6 und Level 3. Ich bin auf dem Weg. Ich mag auch die Rüstung. Schwarz und Gelb ist eine geile Kombination. Und es sind, anders als bei Halo, wo mir die Rüstungen irgendwie gar nicht mehr gefallen, wenn die so mega einfach so zahlreich sind irgendwie. Hier finde ich das ganz cool. Toll! Mit zwei anderen jetzt. Können die mal ein bisschen was lernen von mir? Immer noch manövrierbar. Das ist toll gemacht. Ein tolles Spiel, wirklich. Heute richtig gute Titel. Ja, und jetzt? Gar nichts, ne? Dachte ich mir. Rettungskapseldaten hochladen. Folgt mir, Geronimo! Ach, W3. Bist du wieder gegen irgendwas? Was machst du denn jetzt hier? Hör mal auf mit deinem Spökes hier. Wir sind jetzt nicht im Training. Hier ist Ernstfall. Bist du jetzt hier einfach... Achso, der hat sich was geholt. Nicht geeignet für Verräter der Demokratie. Ein Kasten Bier. Das ist wahr. Bier ist wirklich nur was für Freunde der Demokratie.
vordere Orbitalschlag an. Ja! Ich hab geholfen. Einfach so von hinten zerstückelt worden. Krass, das geht schnell. Oh, ich würde gerne A drücken zum Anfordern von Verstärkung. Verstärkung! Achso, er muss drücken. Letztes Nachladen! Kennzeichen der Position. Hat es cool gemacht. Ja, ich muss sagen, das ist ziemlich genau das, was ich mir immer gewünscht habe für den Look and Feel von Starship Troopers. Also die haben das schon sehr, sehr gut gemacht, finde ich. Kann man nicht meckern. Magazin! Es imitiert wirklich alles Gute von Starship Troopers, dem Filmsetting. Macht aber trotzdem was Eigenes draus, aber es ist sich auch nicht zu, es schämt sich nicht zuzugeben, dass es das komplett geklaut hat, aber es macht, wie gesagt, ein bisschen was mehr noch als der Film oder auch als die anderen Spiele zu dem Thema. Finde ich schon gut. Machen jetzt genau so richtig, wie es gerade ist. Es fehlt natürlich der Basenbau, der das letzte Starship Troopers erst so richtig gemütlich gemacht hat, aber das sind dann eben die ein, zwei Unterschiede, wo man sich entscheiden muss, was man haben will. Magazin leer! Erbitte Orbitalschlag! Magazin leer! Ich denke, wir müssen da vorne hin, wo es blitzt. Genau, da müssen wir eigentlich hin. Okay, in 34 Minuten verlässt der Überzerstörer seine Umlaufbahn. Bis dahin haben wir das aber alles schon gemacht. Da ist etwas. Ah, einfach nur Geld. Nee? Das sind die Daten vielleicht schon. Hab eine Probe. Hochladen. Okay, wo kann man die denn hochladen? Ich habe das Gefühl, wir müssen zu M1. Wow! Gerade nicht bewegen. Ich bin wahrscheinlich eingefroren oder so. Ach, endlich. Demokratie now! So ist es. Schönes Ding. Letztes Nachladen. Was machen wir damit?
Ach, das war's schon. Das war der Bug-Durchbruch. Das ist aber nicht der Durchbruch für euch geworden. Daten hochladen, um... ja, okay. Macht der das schon, oder was? Weil ich kann es jetzt gerade nicht machen. Ich konnte es eben machen, aber vielleicht geht das nur an bestimmten Orten. Ja, okay. Hat schon einer gemacht, deswegen. Ziel lokalisiert. Kommt nur! Nehmt das! Ach, okay. Okay, haben wir es doch geschafft. Evakuierung, Leute. Da, ne? Ist das die Evakuierung? Ja, hier lang, ne? Hier lang, da. Da. Echt, ihr wollt da lang? Na gut. Ah, okay, jetzt verstehe ich, was er da macht. Ja, da mache ich mir auch mal eins, ne? Ah, kann ich nicht. Vordere Unterstützungswaffe ab. Schönes Ding. Hat leider nicht den Erfolg gebracht, aber trotzdem. Noch 30 Minuten für die Mission. Evakuierung möglich, sobald ihr bereit seid. Ja, jetzt! Bereit! Will er da vorne? Wir müssen eigentlich da lang. Komm, folgt mir einfach. Die haben jetzt irgendeine Nebenmission noch gemacht, ne, mit dem Radarturm. Nicht schlecht. Ach so. Aber nur Waffenwechsel. Ich will das MG nehmen. Da. Nummer 1, östlich. Ja, mach's doch richtig. Muss mir mal Tremors anschauen. Der wird doch als Trash-Meisterwerk gehandelt. Tremors ist ein Meisterwerk. Ist absolut fantastisch. Fred Ward, Kevin Bacon, einfach super. Einer meiner absoluten Top 1, also Top 5 Monsterfilme auf jeden Fall. Und ich habe den schon so früh gesehen als Kind. So, ich fand den schon immer so geil. Der hat mich von Anfang bis Ende schon immer begeistert. Ja, wir nennen sie Schnappoiden. Fordere Evakuierung an. Nee, oh. Evakuierungs-Shuttle im Anflug. Erwitte Orbitalschlag! Orbitalschlag abgefeuert! Na, kommt!
Magazin! Ah! Na, du Vollidiot. Ja, vielleicht war es auch dumm von mir, aber... Hol mich doch jetzt mal. Jetzt wäre es ganz gut, mal die Verstärkung anzufordern. Ich glaube, er checkt das nicht. Drückt aber nochmal ganz viel A. Weil du halt ein Vollidiot bist. Anfrage bestätigt. Verstärkung ist unterwegs. So, jetzt aber. Auf ins Gefecht. Okay. Ja, habe ich wieder mal ein Spiel gekillt. Habe ich es wieder mal geschafft, ein Spiel zu killen. Gibt es ein Update oder was? Es gibt original jetzt gerade ein Update. Okay, ist natürlich blöd, aber das ist vielleicht auch nicht so schlimm. Dann kann ich noch ein bisschen meinen Abend mit meiner Frau verbringen. Es war schön. Helldivers werde ich nochmal weiterspielen. Und dann, also ich werde es privat ein bisschen weiterspielen. Und dann werde ich irgendwann nochmal ein Video machen, wo wir vielleicht schon ein bisschen weiter sind, wo ich schon ein bisschen Ausrüstung habe und Flammenwerfer habe und den ganzen Shit. Aber ich muss sagen, es macht verdammt viel Spaß. Es ist ein richtig schönes Ding. Und ich will das auf jeden Fall noch weiterspielen. Morgen. Gibt's auch noch? Nee, nicht morgen, aber die Tage kommen auch noch andere Sachen. Ich habe hier ja schon, wo ist es denn? Wo ist es denn? Irgendwo hier. Irgendwo hier ist es. Ich habe es verloren. Es war, hier war ein Spiel, das ich noch, da, Banishers, so weit unten ist es schon. Banishers Ghosts of New Eden. Das werde ich dann am, ich weiß gar nicht, sobald es veröffentlicht wird, werde ich es dann spielen. Ich habe außerdem auch super viele Demos. Also guckt euch mal wirklich gerade diese Steam-Demo-Geschichte an. Da sind echt ein paar sehr, sehr gute Sachen dabei. Ich komme gar nicht dazu, die alle zu spielen. Aber ich werde es versuchen. Also es sind echt schon gute, interessante Sachen dabei. Da könnt ihr einmal reinschauen. Dread Dawn werde ich auch noch spielen. Homeworld 3 werde ich auch noch spielen. Ja, ja, ja. Also es ist einiges da. Also es ist ein guter Monat. Vor allen Dingen auch, wenn ihr kein Geld ausgeben wollt und erstmal gucken wollt, was es so gibt. Helldivers 2 kriegt von mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Wir haben jetzt leider nur 45 Minuten gespielt, aber ich werde das weiterspielen. Ich werde da nochmal eine Folge von aufnehmen, aber jetzt, wenn es abstürzt, bis wir da wieder drin sind, dauert auch wieder zu lang. Dann mache ich jetzt mein Wochenende klar und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ne? Wo soll ich denn euch hinschicken? Sagt mal Bescheid, wo ihr gerne jetzt wärt. Ich habe Rocket Beans TV mit Demon's Souls. Okay, das ist doch geil. Da schicke ich euch jetzt direkt mal rüber. Könnt ihr alle mal vorbeischauen und dann sehen wir uns morgen wieder. Und ja, vielleicht auch heute Nacht nochmal, aber mal gucken. Ansonsten das ganze Wochenende lang. Viel Spaß bei Rocket Beans. Grüßt sie mir alle. Und jetzt habt ihr hoffentlich erstmal einen schönen Abend und ein tolles Wochenende. Wir dann beim nächsten Mal, ne? Bis wir uns wiedersehen. Bis dann. Klick. Klick. Na, es kommen noch ein paar Zuschauer. Jetzt. Klick.
Okay, Leute, das war eine schöne Runde heute. Wir haben jetzt am Ende nicht alles geschafft, was ich machen wollte. Das ist jetzt natürlich abgekackt dann leider. Aber ich habe so viel vor noch die nächsten Tage, Wochen, bis sowohl diese Steam-Demo-Zeiten durch sind, ich alles einmal gespielt habe, dann kommen ja auch noch ein paar Spiele jetzt raus, die ich noch nicht spielen darf. Also es gibt eine Menge Kram. Es ist ein guter Monat, so viel kann man auf jeden Fall sagen. Hoffentlich habt ihr auch so viel Spaß damit. Wenn ihr mich supporten wollt, könnt ihr das gerne machen, indem ihr euch bei Holy was holt. Ihr könnt aber auch gerne Holzkernuhr euch für, haben wir verschiedene Preise, aber jede Uhr bekommt 15% Rabatt, alles andere auch natürlich, ne, wenn ihr die entsprechenden Rabattcodes benutzt. Und ansonsten sehen wir uns gerne beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Achso, ja, gerne abonnieren, 2 Kanäle, Daumen hoch, Kommentare und ein Abo und weiterempfehlen. Bis dann. Wann ist der Stuhl glatt? Stuhl? Ja, was für ein Stuhl dachten Sie? Wann ist der Stuhl glatt? Jawohl! Oh, so zum Sitzen, ne? Das ist der Stuhl! Stuhl? Alles, was ich wollte, war ein verfluchter Drehstuhl. Wann ist der Stuhl glatt? Jawohl! Ich hab Stuhl!